Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben jetzt kurz nach 8, es wird immer früher am Wochenende. Wir haben nämlich jetzt gleich wieder einen Termin bei Magnus, also bei meinem Sattler. Falls ihr den letzten Vlog geschaut habt, dann wisst ihr ja, dass er letzte Woche auch da war. Ich kriege nämlich meinen Sattel jetzt wieder zurück. Und ja, genau. Bevor wir mit dem Vlog aber dann weitermachen, würde ich euch ganz gerne noch was zeigen. Und zwar... okay, das ist zu früh. Die Mama spinnt ein bisschen. ich wollte euch ganz gerne was zeigen. Und zwar gibt es eine App von dem lieben Magnus. Also von Reitsport Rhein-Main. Und die würde ich euch ganz gerne jetzt zeigen. Ich habe dazu schon ein bisschen was vorproduziert in den letzten zwei Wochen, im Zeitraum von zwei Wochen. Das Videomaterial werde ich euch jetzt einblenden, da erkläre ich euch alles zur App, wie das funktioniert, was es damit auf sich hat. Ich finde es super praktisch, habe ich so auch noch nie gesehen, deswegen finde ich das eine richtig tolle Idee. Mama findet es auch gut. genau, das blende ich euch jetzt erstmal ein, bevor es gleich weitergeht, dass wir das ein bisschen chronologisch sortieren, damit ihr den Sinn und Zweck von dieser App auch nachvollziehen könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt mit dem Video weitermachen, zeige ich euch gerade mal die App, die ich eben schon erwähnt habe. Ich habe mir sie hier jetzt schon auf meinen Startbildschirm gezogen. Die heißt Reitsport Rhein-Main, findet ihr auch ganz normal im App Store oder auch für Android. Da gehe ich jetzt einfach drauf und öffne mir die App einmal. Ist auch, finde ich, von der Aufmachung super schön gemacht, super einfach auch gemacht. Hier könnt ihr auch direkt im Büro anrufen beim Magnus oder auch bei seinem Kollegen, wie ihr das möchtet oder mit wem ihr auch immer Kontakt schon vorher vielleicht auch hattet. In dem Fall geht es jetzt ja um eine Terminanfrage, die wir stellen möchten für die Sattelkontrolle. Deshalb gehe ich auch hier auf Terminanfrage. Und hier können wir auch dann eben unsere Ansprechpartner auswählen. In meinem Fall ist es jetzt der Magnus, der immer uns betreut hat bisher, deswegen wähle ich auch ihn aus. Und dann gibt es noch die Auswahl, dass man eben eine Sattelkontrolle möchte oder einen Sattelkauf. Wir haben ja einen Sattel, deshalb möchten wir eine Sattelkontrolle haben. So, das überspringe ich jetzt mal kurz für euch, deswegen da müsst ihr einfach eure persönlichen Daten jetzt eingeben. Das mache ich eben einmal kurz. So, also ich habe jetzt meine persönlichen Daten, also meine Adresse, und man kann auch die Stalladresse natürlich angeben, wo der Magnus hinkommen soll. Hier habe ich jetzt noch den Pferdenamen angegeben und hier könnt ihr noch eine Nachricht hinterlassen, wenn da irgendwas Besonderes zu beachten ist. Hier könnt ihr eure Wunschzeit auswählen, ob mittags, nachmittags oder abends. Da wähle ich jetzt einfach mal mittags aus. Und dann finde ich eine ganz, ganz tolle Besonderheit auch noch, dass man eben ein Bild mit dem Sattel mitschicken kann und ein Video, also in Bewegung, dass der Magnus einfach vorher schon mal sehen kann, wie schaut es gerade aus, auf was muss ich achten, was muss ich vielleicht mitbringen. Einfach, dass er schon mal so einen Einblick bekommt vorab. Das finde ich wirklich eine richtig tolle Sache und das mache ich jetzt eben auch mal kurz, dass ich das einfüge. So, ich habe das Ganze jetzt eingefügt, einfach ein Bild seitlich mit Sattel und ein kleines Video in Bewegung. Hier sitze ich jetzt allerdings nicht auf Diamiro, sondern meine beste Freundin. Da das Video aber recht aktuell ist, dachte ich mir, passt das jetzt ganz gut, dass wir das jetzt einfach benutzen. Da hat er einfach dann schon mal einen groben Einblick, wie der Sattel aktuell sitzt. Und dann schicken wir das Ganze einfach mal ab. So, das Ganze wird jetzt hochgeladen, die Medien, das dauert dann einen kleinen Moment, wie ihr hier sehen könnt. Und das warten wir jetzt einfach erstmal ab. So, das Medium wurde jetzt hochgeladen und dann steht jetzt hier auch, dass die Anfrage entgegengenommen wurde und sie werden diese nun bearbeiten. Dann kann man hier auch noch auf meine Anfragen klicken. Da seht ihr dann einfach eine Terminübersicht und da wird man jetzt einfach dann auch eine Rückmeldung bekommen. Das werde ich euch dann auch wieder zeigen, wenn das dann soweit ist. So, wir sind im Stall angekommen und es fängt gerade schon wieder an, so zu fusseln. Deswegen habe ich mich mal eingepackt. Morgen. Was geht denn hier um die Uhrzeit schon fleißig geritten überall? Viel zu früh am Samstag. Zu den Haaren sage ich übrigens auch gleich noch was, bevor da wieder 1000 Fragen dazu kommen. Ich kenne euch doch. Aber das machen wir später in Ruhe. Jetzt gehen wir erstmal zum Diamiro.
Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Diamiro. Habe mich schon in der Longierhalle eingetragen. Und übrigens, falls ihr mir auf Insta folgt, falls ihr das nicht tut, ich blende es euch mal ein. Aber meistens seid ihr auf Insta immer schon ein bisschen früher informiert als hier. Ich habe, wie man sieht, einen neuen Mantel bekommen von Riderstyle. Vielen, vielen Dank. Der ist auch echt super schön und total bequem und nicht ganz so dick. Der ist eigentlich jetzt genau richtig so für mich. Und da passt auch der Bauch rein. Ich kann euch das gerne mal in die Infobox schreiben. Da könnt ihr mal schauen. Der ist von Fif und heißt Moraya. Ich finde auch die Farbe echt ganz schön. Gefällt mir echt ganz gut. Ich gehe nochmal ins Helle kurz. Und ja, der ist dunkelblau mit Pink. Und ja, geht so ein bisschen noch oft über die Beine. Klar, bei einem Mantel auch logisch, ne? Aber ich finde ihn echt ganz schön. Und jetzt ist es auch nicht mehr ganz so warm, aber auch nicht kalt. Also das ist jetzt die ideale Dicke für mich gerade. Und der ist jetzt gerade im Deal. Highlight der Woche. Also schaut gerne mal rein, wenn ihr sowas braucht, gerade aktuell. Finde ich echt sehr schön. Also schlicht und trotzdem irgendwie schick. So, also Sattel wird jetzt kontrolliert, wie ihr seht. Wir sind mittlerweile im Stall angekommen und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Sieht aber auch im ersten Blick echt nicht so schlecht aus. Also man sieht schon, dass er eher aufgebaut hat als ja. Ja, der hatte halt zwischendrin abgebaut, aber dann halt auch echt wieder gut zugebaut, ja, also aufgebaut, ja. Ich hätte eher gedacht, dass der mehr anfängt zu hängen vorne, beziehungsweise ja. Vorne ein bisschen runterkommt, weil gerade im Winter ist es halt bei vielen so, wenn es kalt wird, fangen die an, ein bisschen abzunehmen. Ja. Das ist jetzt nur, also ein bisschen was müssen wir nachstellen. Ja. Und du siehst einfach, wenn hier vorne Druck drauf kommt, fängt er an, sich schon hier so ein bisschen zu heben. Ja. Da fehlt ihm einfach so ein bisschen der Halt. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so viel und es ist echt nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ja. Aber noch ein bisschen. Und auch hier vorne kommen wir halt auch eigentlich ein Stück zu tief. Da hätte ich ihn gerne ein bisschen höher, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Aber ansonsten ist es erstmal echt besser als hier, sieht man es ein bisschen mehr auf der Seite. Warte, dann komme ich mich rum. Und siehst du das? Ja, ja. Das ist ein bisschen mehr, aber ja. Es ist alles nicht so schlimm. Also ich hätte eher echt gedacht, dass es mehr ist. Mehr ist, ja. Ja. Den mitnehmen dazu, weil wir den schon ein bisschen verstellen müssen zum Baum. Ja. Ja, das müssen wir uns dann beim nächsten Mal nochmal angucken. Dann siehst du auch wahrscheinlich schon einen leichten Vergleich. Okay. Weil es, wie gesagt, jetzt hier nicht so extrem ausfallen wird, weil es einfach nicht so viel ist. Ja, ja. Ja, aber spricht ja nur für den Sattel eigentlich oder ja, für die Anpassung auch schon am Anfang, dass es immer noch so gut passt, ne? Ja, und er hat halt auch wirklich gut aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, Sattel ist wieder zurück. Jetzt darfst du etwas dazu sagen. Genau, also es war ja zum Glück nicht so viel zu machen gewesen. Ich habe den jetzt vorne nur mal ein bisschen nachgeschnitten, weil beim letzten Mal hat er hier noch schon gewippt, ne? So ein bisschen das Wackeln angefangen. Und jetzt habe ich den nur ein bisschen gestellt und gefüllt. Ja. Und es tut sich jetzt halt gar nichts mehr. Also selbst wenn du jetzt quasi wieder dich voll im Bügel stellen würdest oder eine deiner Reitbeteiligungen, würde der Sattel halt schön liegen bleiben. Okay. Was sieht aber auch gleich, das siehst du schon, finde ich, von der Optik direkt. Ja, bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn ich jetzt vorher und nachher direkt hintereinander habe. Aber das sieht jetzt auch, finde ich, direkt auf den ersten Blick auch schon so aus, als würde der stabiler liegen. Ja, genau. Sah ja vorher schon nicht. So eine ganz kleine Wechselwirkung gehabt. Und ich meine, es war ja vorher schon nicht schlecht, ne? Aber ey, hör auf. Erst zu früh am Morgen und das am Wochenende. Ja, der denkt sich auch im Moment, was macht ihr im Moment so früh immer hier? So, das Ganze nochmal mit Schabracke. Ja. Aber auch das sieht wieder, wie gesagt, sehr gut aus. Sehr schön. Ich wollte jetzt ja auch nicht zu eng machen, also ich habe ihn noch ein kleines bisschen gelassen. Das ist halt, weil über Winter ist es meistens so, die Pferde nehmen ein bisschen ab, Stoffwechselbedingungen, es wird kalt. Ja. Nehmen ein bisschen ab und dann ist natürlich auch hier oben ein bisschen weniger Speck drauf. Und dann kommt der Sattel schon mal so ein bisschen leicht ins, kann er mal ins Wippen kommen. Und es ist nur wichtig, dass man da aufpasst, dass man nicht zu eng stellt oder zu eng polstert, dass die Schulter noch durch. Weil wir bei dir da eh. Ja. Durch das System hier kaum ein Problem haben. Das stimmt, ja. Nee, aber. Passt. Sehr schön. Ja, wunderbar. So, fertig longiert. Jetzt darf er sich nochmal wälzen. Manchmal findet er sofort einen Platz und manchmal muss er 100 Jahre hier durch die Gegend laufen, bis man dann mal eine Stelle gefunden hat, die genehm ist. Gell? Du Nasenbär. Yeah.
Aha, wir haben eine Stelle gefunden. Ferkel. Hier ist noch ein Maikäfer auf dem Buckel. Oje, Digga. Du bist alt. Kommst nicht mehr rum. Ach, steh doch erstmal auf. Was machst du mit deinem Hinterbein? Nimm das doch mal mit. Schütteln. Genau. So, ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen geschminkt, ein bisschen doller mal wieder. Manchmal muss das einfach sein. Ich mag es ja eigentlich auch ganz natürlich, aber manchmal hat man einfach als Frau auch mal Lust, wieder mal ein bisschen mehr aufzutragen. Obwohl wir eigentlich jetzt nur auf den Weihnachtsmarkt gehen und draußen, und da ist es dunkel, dann sieht man es eh nicht. Aber egal, vielleicht kennt ihr das ja, dass man einfach manchmal so Tage hat, wo man voll Bock da drauf hat. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Das Licht ist ein bisschen grell gerade. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir jetzt nochmal zum Weihnachtsmarkt fahren, hier in die Stadt. Und halt da auch uns durch die Buden fressen, so ein bisschen so gesagt. Ich mache das ja auch total gerne. Mal hier, mal da, mal dort. Und ja, das wird jetzt unser Abendprogramm. Vorher gehen wir noch ein bisschen in das Einkaufszentrum, was direkt daneben ist. Ich brauche nämlich auch noch 1-2 Weihnachtsgeschenke, die mir noch fehlen. Und da wollen wir vielleicht jetzt einfach mal so ein bisschen durchbummeln gehen. Weil wir haben heute den Samstag zum Sonntag gemacht und haben heute tatsächlich nichts gemacht. Deswegen habe ich auch nichts gefilmt, weil die beiden Männer entschieden haben, sie fangen doch erst morgen hier wieder weiter an zu renovieren, weil mein Papa heute noch ein paar Erledigungen zu machen hatte. Und das mit dem Tapezieren alleine ist halt ein bisschen schwierig, gerade so über Kopf die Decke und sowas. Da braucht der Marc dann schon mal eine helfende Hand. Und deshalb ja, haben sie das jetzt auf morgen vertagt und morgen wollen sie richtig Gas geben und das dann fertig machen. Also zumindest das Tapezieren, weil hier die Rückwand von dem Schrank muss ja auch noch tapeziert werden. Genau, ich überlege gerade, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ich muss mal kurz in mich gehen. Ach genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen, aber irgendwie, ich glaube, ich muss mal die Kamera irgendwo abstellen, weil irgendwie ist mir das so anstrengend, das die ganze Zeit hier so festzuhalten. Ich mache das jetzt, glaube ich, mal so. Seht ihr mich so? Ja, das wird gehen. Also, ich wollte euch ja noch Folgendes erzählen. Das habe ich euch ja heute im Stall schon gesagt, dass ich darauf nochmal eingehen werde. Und zwar auf das Thema Haare. Weil ich kenne euch. Ich ahne schon, dass dann Kommentare kommen. Oh, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Die sehen so anders aus. Und so weiter. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch das einfach mal vorweg und sage ein paar Worte dazu. Auch wenn ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber ich dachte mir, vielleicht schadet es ja trotzdem nicht, einfach ein paar Worte dazu loszuwerden, bevor die Diskussion wieder groß ist. Also erstmal ist es wie mit allem, es ist jedem selber überlassen, was er tut oder nicht tut. Also ich meine das jetzt auch gerade in Bezug auf die Schwangerschaft. Was ihr seht, ist auf jeden Fall, ich habe sie natürlich geschnitten. Ist ja erstmal, das ist ja überhaupt nicht schlimm, also tut mir ja nichts. Und ich habe auch ein bisschen gefärbt. Ja, ich habe in meiner Schwangerschaft die Haare gefärbt. Habe mich aber weitestgehend vorher darüber informiert, schon wochenlang jetzt. Habe ich auch YouTube-Videos angeguckt, ich habe viel gelesen, mich informiert. Ich mache natürlich nichts auch einfach nur so unüberlegt aus dem Bauch, also so aus der Lust raus, sondern informiere mich da schon auch vorher gut drüber. Und genau, ich habe mich dann dazu entschieden, es zu machen. Ich habe allerdings auch nur Strähnen reinziehen lassen. Das ist jetzt so hell geworden, das hätte ich gar nicht mal gedacht, aber mir gefällt die Farbe so eigentlich jetzt ganz gut. Ich habe nicht den ganzen Kopf färben lassen, das habe ich auch von Anfang an gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte so ein paar kleine einzelne Strähnen hier rein haben. Das hält das Gesamtbild ja auch so ein bisschen auf. Und ganz wichtig, ich habe so eine... Ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt. Ich bin kein Friseur, aber ich habe mich da extra von meinem Friseur des Vertrauens beraten lassen. Und der hat auch schon öfter schwangere Frauen mit so einer Haarfarbe gefärbt. Also mit so einer Naturhaarfarbe nennt sich das, glaube ich. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, so heißt es. Und da ist auf jeden Fall auch kein Ammoniak drin. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was er für einen Begriff verwendet hat. Auf jeden Fall ist das so eine spezielle Farbe. Genau, und klar spalten sich die Meinungen. Die einen sagen, nee, ich würde es gar nicht machen. Die anderen sagen, ist doch nicht schlimm, solange es nur Strähnen sind und nicht der komplette Kopf gefärbt wird. Manche sagen, es ist wegen den Dämpfen, die man einatmet, nicht das Färben selbst. Also da spalten sich wie bei allem die Meinungen komplett. Ich für mich habe entschieden, dass es für mich mit Strähnen okay geht. Ich habe mir auch nicht zu viele reinmachen lassen, sondern wirklich nur so ein paar vereinzelte. Und ich hätte nicht erwartet, dass so eine Naturhaarfarbe wirklich so einen großen Effekt erzielt. Also
Also ich finde es schon echt Wahnsinn, was das ausmacht. Und mir gefällt es jetzt so ganz gut. Ich fühle mich jetzt auch wieder ein bisschen frischer. Ich weiß nicht, das ist wie mit dem Schminken. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal guckt man sich so im Spiegel an und denkt so, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Irgendwie, ich meine, gut, dass die kaputt waren, ist das eine. Die mussten auch ordentlich geschnitten werden. Und ich wollte mal wieder so ein bisschen Schnitt rein haben. Ne? Das macht das Ganze ja auch schon ein bisschen frischer, dass man sich einfach mal wieder so denkt, so, ach, ja, ich kann mich mal wieder im Spiegel angucken und find's schön. Also da sind wir Frauen, glaube ich, halt einfach so ein bisschen eitel in manchen Situationen. Oder ich bin's zumindest dann auch manchmal, dass ich dann einfach irgendwie eine Veränderung brauche. Kann jetzt sein, dass manche sagen, es ist egoistisch, wie ich jetzt denke, dass ich das unbedingt jetzt in meiner Schwangerschaft machen muss. Es ist meine Entscheidung. Ich bitte euch, das auch zu akzeptieren. Ich habe mich, wie gesagt, informiert und habe auch nichts getan, was jetzt total schädlich sein könnte oder unüberlegt ist. Und ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, auch wenn ihr jetzt andere Meinungen dazu haben solltet. Ich kenne einige, die es auch gemacht haben und es hat den Kindern auch nicht geschadet. Insofern, ja, ist das jetzt einfach so, wie es ist. Und ich wollte es aber dennoch einfach mal kurz erwähnt haben. Kurz ist gut, ja, ich schweife immer aus. Deswegen schwätze ich jetzt auch gar nicht mehr so lang, sondern ich mache mich mal weiter fertig, damit wir dann gleich fahren können. So, das ist jetzt mein heutiges Outfit. Die Jacke wird natürlich gleich noch bis oben hinzugemacht, aber für den Schal ist es mir jetzt dann doch noch zu warm. So sieht das jetzt aus. Ich habe mein Mützchen auf. Und ist natürlich kein echtes Fell, keine Angst. Und ich finde die Jacke aber voll schön. Die habe ich mir jetzt erst die Tage gekauft. Habe ich voll das Schnäppchen gemacht bei Amazon. Ich glaube, die hat normalerweise irgendwie 50 Euro gekostet. Habe jetzt irgendwie 20 oder sowas bezahlt. Die ist echt super schön. Ich wollte mal was Helles haben. Und passendes Mützchen dazu. Und der Bauch ist auch am Start. Boah, der ist so dick schon geworden. Das ist echt krass, gell? Ab morgen 27. Woche. Aber da wird noch einiges kommen. Aber ich finde es trotzdem krass, wie groß der geworden ist. So, kleine Maus, die packen wir jetzt ein. Und dann geht's los. Ich bin übrigens mittlerweile in der Stadt angekommen. Und ich habe gerade gesagt, ich finde das da voll schön am Baum. Wenn das so da so runter tropft. Das sieht auch voll schön aus da oben. Kann man das hier überhaupt erkennen? Muss mal dunkler machen jetzt. So. So, jetzt sind wir hier mittlerweile auf dem Weihnachtsmarkt angekommen. Jetzt fressen wir uns hier mal durch die Buden durch. Das muss immer sein zum Abschluss. Guck mal, hier kannst du so einen Schnee kaufen. Wenn es schon nicht schneit, kann man sich wenigstens Schnee Stern kaufen. Fürs Fenster. Ja, ich finde das echt schön fürs Fenster. Ist überhaupt nicht. Schatz, wollen wir Riesenrad fahren? Du bist nicht ich kann das. Mitlaufen. Das, ja, genau. Das kann ich nicht als Riesenrad bezeichnen, deswegen habe ich nochmal darüber geguckt. Ob es größer ist. Aber eigentlich ist hier echt immer voll schön. Hier gibt es so ein Knoblauchbaguette. Hier mit Raffaello. Sieht voll lecker aus. Das will ich auch mal probieren mit Nutella. Wir versuchen hier gerade nach System zu laufen. Das geht aber irgendwie nicht. Ha? Das ist doch was für dich. Oh, das habe ich jetzt gedrückt. So, für mich gibt es jetzt einen heißen Orangensaft. Der Marc hat seinen ersten Glühwein dieses Jahr. Ich muss ja unalkoholisch trinken, aber ich trinke auch Glühwein so nicht. Von daher, ohne Alkohol trinke ich ihn. So, auch was ohne Alkohol. Ja. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Ich wollte auch eigentlich nur noch den Abschluss von diesem Vlog drehen, weil ich das gestern gar nicht mehr gemacht habe. Wir haben jetzt Sonntag. Ich werde jetzt heute nicht vloggen, weil wir heute ja noch einiges oben machen wollen. Falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, dann könnt ihr das gerne mal tun. Ich habe es, glaube ich, im Laufe dieses Videos auch schon mal eingeblendet. Ich blende es euch aber gerne nochmal ein, weil da könnt ihr auch immer unsere Baufortschritte ein bisschen beobachten, schon früher als hier sozusagen. Da werde ich euch jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie weit wir so kommen. Und deswegen werde ich heute die Kamera mal beiseite legen und ja, beende dieses Video und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann!